Und zwar hat die Tagesschau gestern einen Beitrag hochgeladen, Shisha-Branche unterdrückt, warum weniger legaler Tabak verkauft wird. Ist nun ein Instagram-Post. Ich denke mal, auf ihrer Website war das sicherlich auch ein Post. Also in der normalen Tagesschau kam es nicht. Die Folgen einer strengen Verpackungsvorschrift machen Deutschland Shisha-Branche schwer zu schaffen. Wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht, betrug das Gewicht versteuerten Wasserpfeifentabak in den ersten 10 Monaten 2023 nur noch 688 Tonnen. Und damit 16% weniger als im Vorjahreszeitraum. Kann ich mir ehrlich gesagt gefühlt nicht vorstellen, dass es nur 16% sind. Woher können die 16% weniger kommen? Durch viele haben noch gehamstert, viele haben noch ein bisschen was da. 25 Gramm weniger Verkauf. Laut Bundesverband Wasserpfeifentabak betrugen die Umsatzeinbußen seit 21 etwa 90%. Also verglichen zu 21 haben wir nur noch 10% Umsatz bei Wasserpfeifentabak. 2022 griff eine Steuererhöhung und eine Vorschrift in Kraft. Das ist einmal die Steuererhöhung 15 Euro aufs Kilo sowie 25 Gramm Regel, die die Produktion großer Packungen verbietet und die Ware teurer macht. Dem Verband zufolge boome seither der Schwarzmarkt. Mit der neuen Vorschrift wollte der Bund gegen Steuerhinterziehung vorgehen. Üblicherweise kauften die Bars große Dosen, aus denen sie kleine Portionen entnahmen und sie in Shisha-Köpfe füllten. Das allerdings sei in den allermeisten Fällen Steuerhinterziehung. Denn beim Kauf in Portionen müssen sie weniger führten sie weniger Steuern ab, als sie es hätten tun müssen. Der Zoll ging immer wieder dagegen vor. Die Bußgelder nahmen die BarbesitzerInnen aber in Kauf. Ihr Geschäft lohnte sich trotzdem. Der Gesetzgeber wollte der Steuerhinterziehung vorbeugen und mehr Geld einnehmen. Im Zuge der Reform des Steuergesetzes schätzt das Bundesfinanzministerium, dass 2023 rund 155 Millionen Euro an Steuereinnahmen geben werde. Mir wurde mal gesagt, man hatte das mit mehr. Das sollen Mehreinnahmen sein. Mir wurde mal gesagt, in der Schweiz auf dem Event 300 Millionen hat die Shisha-Szene umgesetzt. Roundabout an Umsatz durch Tabak. Man will 155 Euro mehr haben. Achso, hier steht's ja auch. Okay, das ist hart. 155 Millionen Steuer Mehreinnahmen geben werde. Also man hat mit 470 Millionen Euro gerechnet. Tatsächlich sind es in diesem Jahr bisher nur rund 39 Millionen. Und zwar als steuerliche Gesamteinnahme und nicht als Mehreinnahme. Also das ist mal hart verschätzt. Das ist auf jeden Fall Deutschland, wie man in den Medien sieht, fehlt Deutschland derzeit Geld. Man hat ein bisschen Geld mehr ausgegeben, als man eigentlich dachte, mit diesem Haushaltspaket, falls das einige mitbekommen haben. Das Geld hätte man definitiv gut gebrauchen können. Er boomt der Schwarzmarkt tatsächlich? Ganz klar ist das nicht. Die Generalzolldirektion teilt mit, dass keine Verstärkung der Aktivitäten mit illegal hergestelltem Shisha-Tabak erkennbar sei. Gehen wir mal noch kurz die Bilder durch. Legales Geschäft sagt ab, genau, um etwa 90% gesunken. Das haben wir auch schon im Text gelesen. Die Vorschrift. Was haben wir hier oben, Jungs? Holster Grape 2.0, Adaya Love, Adaya Love, Adaya Love, Oath African Queen, ein massiver Bruderherz. Die absoluten Standardsorten und die absoluten meistverkauften Sorten, geil. Die Vorschrift verbietet die bis 2022 üblichen 200 bis oder und 1000 Gramm Packungen, finde ich geil, dass man nicht nur eine Packungsgröße schreibt, sondern das sind wirklich die. Nur noch 25 Gramm Packungen sind erlaubt, das reicht für einen Shisha-Kopf. Damit will der Bund der Steuerhinterziehung in Shisha-Bars vorgehen. Außerdem fallen bei den kleinen Packungen portionell mehr Tabaksteuern an. Vor allem in Shisha-Bars vorgehen. Es trifft aber auch die Privaten. Es trifft auch immer noch die Privaten, lieber Staat. Ihr habt damit nur die Privaten getroffen. Die Bars habt ihr damit nicht getroffen. Zoll widerspricht Verband. Die Generalzahl zeugte mit, dass keine Verstärkung der Aktivitäten mit Illegalität. Keine Verstärkung. Keine Verstärkung. Merkt euch, keine Verstärkung. Mit illegal hergestelltem Shisha-Tabak erkennbar sei. Es werden aber verstärkt versteuerte Verpackungen mit mehr als 25 Gramm aufgegriffen. Würde ich mal sagen, ist gefloppt. Man nimmt weniger Geld ein, also der Staat nimmt weniger Geld ein. Das Ziel war es, damit mal den Schwarzmarkt auszulöschen. Das habe ich tatsächlich auch kommentiert. Man wollte doch den Schwarzmarkt damit auslöschen bzw. bekämpfen, anstatt dass es mehr wird. Die Intention war, dass der Schwarzmarkt nicht wächst, sondern dass er kleiner wird und gleichzeitig eher ausgelöscht wird. Man redet von keiner Verstärkung. Davon hat ja auch nie einer geredet. Es haben alle gesagt, er wird verstärkt werden, wenn man sowas bringt, weil natürlich wollen alle es günstiger haben und alle größere Portionen haben und die Bars, die so schon weiterhin das gehandhabt haben, werden das auch weiter in Hand haben.
dass keine Verstärkung ist halt, man wollte doch den bekämpfen und auslöschen. Hätte der Zoll jetzt gesagt, der Schwarzmarkt hat sich halbiert, nach deren Aussicht, dann hätte ich nichts gesagt. Dann hätte ich nur gegen die fehlenden Steuereinnahmen nochmal gewettert. Aber so ist es doch in meinen Augen Ziel verfehlt, liebe Zollgeneraldirektion, lieber Staat, liebes Finanzministerium. Das Ziel ist doch verfehlt. Man wollte, dass die Bars 25 Gramm haben oder nutzen. Es wurden aber verstärkt versteuerte Packungen mit mehr als 25 Gramm Inhalt aufgegriffen in Bars. Man wollte, dass die Bars 25 Gramm, man hat größere Packungen trotzdem gefunden. Erstes Ziel verfehlt. Zweites Ziel. Man wollte 155 Millionen Euro mehr Einnahmen haben. Man hat nur noch 39 Millionen eingenommen. Zweites Ziel verfehlt. Drittes Ziel. Man wollte damit den Schwarzmarkt eindämmen bzw. ihn auslöschen, ihn damit bekämpfen. Man sagt, der Schwarzmarkt hat keine Verstärkung. Man hat niemals von einer Verstärkung geredet, dass der dadurch verstärkt werden könnte. Man hat immer davon geredet, dass er ausgelöscht werden sollte. Und keine Verstärkung heißt für mich, der Schwarzmarkt ist genauso wie vorher. Man wollte den Schwarzmarkt aber auslöschen. Drittes Ziel verfehlt. Man trifft damit nur die Privaten. Das war aber mal absolut gegen die Bars. Viertes Ziel verfehlt. Bundesfinanzministerium, ich nenne euch ab heute die deutsche Nationalmannschaft. Was übrigens nicht genannt wurde, ist die Mehrwertsteuer. Weil eine Motion Flashbang, eine Cäsar Bull, ein Wannenberg V1, ein Onmo HMD, die Kohle, die dort drauf liegt, sowie auch das Gitter und auch der Schlauch, sowie auch das Mundstück und auch das Wasser hier drin, unterliegt alles einer Mehrwertsteuer. Und wenn jemand aufhört zu rauchen, nicht mehr rauchen will oder weniger raucht, der kauft sich das alles nicht. Der kauft sich nichts Neues. Der kauft sich keine neue Pfeife, weil Tabak teurer wurde durch die 25 Gramm, beziehungsweise weil es so umständlich geworden ist mit den 25 Gramm, dann kauft er sich das vielleicht alles nicht. Da sind auch fehlende Mehrwertsteuereinnahmen. Das führt uns zu Punkt 5. Also es sind auch fehlende Mehrwertsteuereinnahmen, die natürlich da drin sind. Und jeder Shop verdient derzeit weniger. Das ist auch weniger Einkommensteuer, das ist auch weniger Gewerbesteuer von den Shops, aber das ist noch... Ich zahle derzeit auch weniger Steuern, da ich auch weniger einnehme. Also das sind sehr viele, das trifft eigentlich alle aus der Szene. Was wäre eine Besserung? 200 Gramm Dosen zurückbringen für privat. Privat dürfen 200 Gramm Dosen kaufen. Kilos, wie gesagt, wäre schön, muss man nicht unbedingt. Wenigstens die 200 Gramm. Dann würden wieder mehr Leute rauchen. Es würde wieder mehr Tabak verkauft werden. Und es würden wieder mehr Leute Tabak kaufen. Dann würde auch die Steuereinnahme durch Wasserpfeifentabak wieder steigen. Dann würde auch die Mehrwertsteuereinnahmen durch die Produkte sowie die Einkommenssteuer und die Gewerbesteuereinnahmen der Firmen würden auch wieder steigen. Einfach mit den Kontrollen, so wie sie ablaufen in den Bars, einfach weitermachen. Weil man merkt ja keine Verstärkung des Schwarzmarktes. Würde man 200 Gramm Dosen zurückbringen, würde auch keine Verstärkung eintreten. Eine Verstärkung kann nur eintreten, wenn man etwas verbietet. Bringt einfach die 200 Gramm Dose zurück. Der Punkt natürlich mit dem Verpackungsmüll, den müssen wir jetzt nicht nochmal aufgreifen. Ja, über den haben wir jetzt genug reden. Da habe ich mich genug aufgeregt, diese kleinen fummeligen Packungen, dass mehr Verpackungsmüll auftritt. Das ist ja auch noch, also das kommt ja noch on top. Da hat der Staat immer gesagt, das ist zweitrangig. Man hat ja trotzdem 5 andere Punkte komplett in die Hose gekackt. Ja, ist ein, ohne jetzt mich zu weit aus dem Fenster lehnen zu wollen, und ich will jetzt echt nicht politisch werden, aber das ist ein gutes Beispiel, wie es aktuell läuft. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, dass man irgendwas macht und dann denkt man sich, ja, blöd. Es gibt halt so in dem Sinne 2 Punkte. Entweder wollte man den Schwarzmarkt bekämpfen, dann soll man das auch so sagen. Hat man ja auch gesagt. Man sagt aber, es wird nicht mehr. Bekämpften tun sie ihn eh nicht. Oder man soll sagen, die Leute sollen aufhören zu rauchen. Haben sie aber nicht. Das hab ich noch nie in irgendeiner Form, sonst hätte es Shisha-Journal oder irgendwie der Verband irgendeiner mal genannt, dass die Leute aufhören sollen zu rauchen. Würde das Ziel sein? Hätte man einfach gesagt, wir machen 25 Gramm Regel, um euch abzufacken, dass ihr endlich aufhört zu rauchen, hätte ich gesagt, okay,
hat er getroffen, das Ziel. Aber dann soll der Staat aufhören, mal zu anfangen, also soll der Staat mal aufhören zu lügen und mal sagen, ey Bruder, wir finden das echt scheiße, dass ihr alle raucht. Hört mal echt auf, das wäre echt cool, das würde die Krankenkassen entlasten. Wir müssen euch da leider jetzt so ein richtiges Gesetz reindrücken, dass ihr endlich mal aufhört mit Rauchen. Dann hätte ich gesagt, okay, ist okay. Wenn es aber ums Geld verdienen geht, der Staat soll aufhören zu lügen, sehr goldige Aussage. Ja, ich weiß, das ist sehr naiv. Das wird leider nie passieren.